Wir sind wieder zurück bei unserer Stadtbesichtigung hier in Ecko. Wir stehen vor unserem Schummelädchen und wollen jetzt erstmal hier den Flohmarkt hier mal kurz kontrollieren. Obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu kontrollieren gibt. Der wird sowieso bald wieder abgerissen. Da kommt was anderes hin. Weil der Tante Emmerland, der läuft bestimmt dann ganz gut. Damit wären wir bestimmt reich. So, hier muss ich gleich nochmal einen Flugmodus anmachen, weil. Oh, habe ich gerade vergessen. Da war ich ja ein bisschen nachlässig. So. Lagerplatz. Ach, hier gucke. Granitziegel. Ja, was ein Wahnsinn. Das ist ja. Dann weiß ich zumindest, was hier drunter ist. Deswegen brauchen wir kurz mal den Flugmodus. Das wollte ich nämlich wissen. Weil ich nämlich meine Granitziegel irgendwie vermisst habe. Ich guck mal. Hier ist die Energie. Für was eigentlich? Brauchen die Strom, die Dinger? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warum steht hier eigentlich nichts? Komisch. Die brauchen keinen Strom. Die brauchen keinen Strom. Warum habe ich denn so viel Strom? Ach ja, für Stromnetz, natürlich. Gut. Können wir wieder reinhüpfen. Noch einmal. Kann natürlich auch einfach die Schranken öffnen. Ja, genau. Machen wir erst noch einen kleinen Umweg über den Bauernhof oder wollen wir gleich zur Hamsterstadt? Komm, wir fahren gleich zur Hamsterstadt. Da bitte aufpassen, dass wir möglichst frühzeitig dann anhalten und bremsen. Also erst bremsen und dann anhalten. Nehmen dein Zwirbel von der Fahrbahn. Und wollen wir mal durch. Ein bisschen schmal die Strecke hier, ne? Aber reicht. Was war hier? Alter, der braucht so wahnsinnig lange, bis er anhält. Okay, hier ist nur Kalksteinlager. Alles gut, alles klar. Hier geht es ja dann zur Stadtverwaltung in die Richtung. Das Holzstück liegt da immer noch. Okay. Okay, hier ist eine Rampe. Hier fahren wir erstmal runter. Denn hier kenne ich mich null aus. Ein bisschen Überschwemmung, der Gute. Naja. Alter, das ist aber neu. Das ist aber neu. Das ist aber ganz, ganz neu. Das Gebäude. Wie kommt man da hoch? Ah, gar nicht. Das ist sehr gut. Das ist immer sehr schön, wenn man in Gebäude nicht reinkommen kann. Vielleicht kommen wir irgendwie dran vorbei. Irgendwie hier so drüber vielleicht. Ah, eine Küche. Mhm. Ach, da ist ein Eingang. Gut, alles klar. Wo wir nicht reinkommen. Das ist schön. Schön, das ist, kann man hier irgendwie, kann man. Entschuldigung, Hamster, ich repariere das gleich. So. Guck mal, schon, als wenn nichts gewesen wäre. Hat da hier irgendwas enthalten, immer innerhalb eines Raums? Es ist noch kein Raum, Lager sind nicht angebunden, das ist okay. Kein Thema. Hier geht's nach oben, hier steht ein Zaun als Geländer, auch sehr gut. Das ist knapp hier. Oh, ein weiterer Zaun als Geländer. Und hier ist, wird das eine Loggia? Kann schon sein. Schön. Schön gemacht. Naja, zwar ohne Dachziegel, aber gut, wenn man kann sie auch so bauen. Das ist okay. So, das ist sein. Na gut, damit wird er wohl nicht fertig werden, glaube ich. Habe ich irgendwie das Gefühl. Das Schiffchen. Naja. Da ist sonst noch nichts drauf. Das, schade. Aber ich wüsste auch nicht, wie man da hinkommen könnte aus dem Flugmodus. Ich will nicht dauernd fliegen. Das haben wir bei Noctura auch nicht gemacht. So. Dann wollen wir hier mal wieder runter. Ja, jetzt ist das Lager durcheinander. Ist okay. Absolut in Ordnung. Ich hoffe, er sieht es nicht. So. Oh Gott, sieht das hier aus. Ach, wer weiß, wer hat das so gewollt. Gut. Wir sind nicht hier, um aufzuräumen. Ich wollte halt nur ein bisschen die Strecke freiräumen, damit wir hier auch ganz gut durchfahren können. Aha. Nach oben fährt er nicht, das ist schon mal ganz gut. Wagenmachertisch, okay. Ofen, Werkbank, also Steinmetz. Na, wollen wir mal gucken, ob wir hier nach unten kommen. Kommen wir. Na denn. Dann gib mal Gas. Ach ja, ich glaube, ich bin hier schon mal mitgefahren. Ja, stimmt, hat er mir gezeigt. Aber was war denn hier unten nochmal? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hamstertropolis. Und wir sind noch nicht mehr auf seinem Grundstück. Das ist gut.
Deswegen haben wir auch überall Zutritt. Das ist noch viel besser. Das Hamsterlager. We break for nobody. We break for wild boars. So, dann gucken wir hier mal. Ah, ein Hochofen. Hat er hier eingelagert. Einfach ein Hochofen. Was hat er hier noch? Rampen. Erd- und auch Steinrampen. Was hat er da? Lehm. Mhm, mhm. Mehr ist hier nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Gestörter Hamstergarten. Oh, der Garten ist gestört. Okay, dann raus hier. Nicht, dass wir uns noch anstecken. So. Nein, Quatsch. Alles gut. Na, ist doch völlig legitim. Ein unterirdisches Lager. Man muss sich immer alles mit Steinen auskleiden. Ne? Das muss man gar nicht. Ist alles völlig in Ordnung. So. Dann mal schauen. Wo kommt denn jetzt hier der Ausgang? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf dieser Seite ist es gut. So, dann raus mit dem Wanst. Und jetzt haben wir noch irgendwas vergessen hier zu besichtigen in dieser Höhe? Ja, haben wir. Haben wir vergessen. Nämlich hier sein Wasserwerk. Was man so eher nicht betreten kann. Okay. Da fehlt noch ein Wasserrad, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte man meinen, aber weiß ich nicht. Seine Raffinerie. Ja, ist raffineriert. Ein Stück Rohr. Mhm. Und sonst ist hier nichts. Okay, das ist gut. Außer Gekrösel. Das Gekrösel wird dir noch helfen. Hamsterle. 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 Ach ja. So, was ist das hier jetzt? Das ist, da waren wir gerade schon drin. Das, Maki, das ist seine Wirkungsstätte hier. Ja, da waren wir drin. Gut. Die Tür stand offen. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir nur nach oben. Da nehmen wir den LKW. Ja, Hamsterstadt ist ein bisschen... Ist Sackgassenstadt. Ist ja nicht schlimm. Jeder, wie er es am liebsten mag. Ne? Von daher, klar. Absolut legitim. Wenn ich bedenke, wie das hier vorher war, muss man wirklich aufpassen, wo man hinlenkt. Ach ja, in etwa so wie hier, aber es geht schon. Es geht schon. Ist alles gut. Warte mal, den kann ich eigentlich gleich hier vorne stehen lassen. So, können wir gleich dann noch höher. Das ist doch schön. Seine Tomatenwelt. Wo er die ganzen Tomaten wohl her hat. Ja, 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 ja. Der kleine Nutella-Dieb. So, hier ist nichts drin, hier aber schon. Oh, Barren. Hm. Nein, brauchen wir natürlich nichts, wir haben selber genug. Ja, ach, das ist die Mühle. Oh, okay. Max, das kannst du vermeiden, indem du hier noch ein Leiterstück noch dran setzt. Aber, ja, wofür? Hier ist ja nichts. Alles gut. Nur so als kleiner Tipp. So, dann hier vielleicht noch. Hier können wir eigentlich auch zu Fuß hochgehen, ne? Soweit ich weiß, ist hier auf dieser Seite auch nichts. Ne, hier ist nur Wüste. Das ist okay. Ist ja kein Problem. Und hier oben können wir eigentlich auch zu Fuß alles besichtigen. Das können wir machen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie stark hier das jetzt alles ausgebaut ist. Letztes Mal, ich weiß nicht, ob letztes Mal hier schon ausgebaut war. Ich bin fast der Meinung nicht. Uiuiui, da musst du noch, hast du noch ganz schön zu tun, Hamsterle. Ja, ja. So, hier ist noch ein Lager mit Asphalt. Gut, Asphalt. Weiß ich, ich soll ihn vernichten und er stellt immer mehr her. Warum? 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 So, da kommen wir nicht hoch, ne? Nee, da kommen wir nicht hoch. So nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. Ist hier denn noch irgendwas? Außer ein Loch. Nee, eine Kröte. Eine Eigenheimbesitzerin. Warum auch nicht? Ist immer sehr angenehm. Und ein aus der Erde auftauchender Hirsch. Ein Elch. Ein Nachfahre des Tutelch Lorax. Ich weiß, Tutelch heißt es, aber es war so verführerisch, Mann. Und der wird auch so heißen, Tutelch. Tutelch Lorax. Obwohl, Lorax war ein Pharao. Aber ich weiß nicht, in welchem Game. Ich weiß es nicht. Und ich kenne den gar nicht. Okay, 32 Frames. Das lässt sich schon ein bisschen nach. Oh, oh. Können wir hier überhaupt irgendwo rein? Oh. Wir können hier nirgends rein. Vielleicht von dieser Seite? Ja, von dieser Seite könnten wir es schaffen. Hallo, hallo Rehlein. Von hier können wir es auch nicht schaffen, weil da ist schon alles zu. Gut, wo wir nicht reinkommen, kommen wir nicht rein, ne? Ist hier noch irgendwas?
Nö. Hier ist sonst nichts. Das ist Hamstertown. Aber hier war doch noch irgendwas. Irgendwas war doch hier drin. War hier doch noch. Ich weiß nur beim besten Willen gerade nicht. Ach, hier kommen wir hoch. Aber hier ist kein Durchgang. Und hier sind die ganzen Fertigungsanlagen, Mann. Mano. Aber warte mal, ich bin doch hier irgendwie hochgekommen. Wie hat er mich hier hochgesammelt? Er hat mich irgendwie hochgeführt. Und wie kommen wir da rüben? Da drüben rein. Was ist hier denn noch? Ich weiß, es ist alles nicht fertig, aber... Aber das, ach, nee. Da möchte ich jetzt lieber nicht rein, weil da kommen wir nicht mehr raus. Ach, das wird wahrscheinlich zum Wasserwerk da hinten hinführen. Oh, das war knapp. Ah, okay. Dann machen die ganzen Leitungen natürlich auch viel mehr Sinn. Alles klar, gut. Das heißt, hier wird sein Wassersystem dann langlaufen. Okay. Gut, gut, gut. So, los, beweg deinen Arsch ein bisschen schneller durchs Gemüse. Wir haben nur wenig Zeit. Wir haben noch ein bisschen mehr zu besichtigen. So. Jawohl. Ist hier denn irgendwo eine Tür? Nein. Da ist eine Treppe. Da könnte vielleicht eine Tür hinter sein. Kommt man hier irgendwo rein? Kommt man auch nirgends rein. Naja, ein Hamster braucht halt nicht unbedingt Eingänge, ne? Nein, alles gut. Mein Gott, alles gut. Aber wir sind zumindest schon mal ein bisschen höher gekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das finde ich schon mal sehr, sehr... Hier ein Außenschmiede. Mhm. Ein Außenofen. Und hier ist eine Tür. Alles da. Okay, hier ist keine Tür, aber hier ist ein Durchgang. Müll. Mhm. Ist das Socken? Okay. Alles klar. Hier wird sein Fertigungsbereich sein. Ein Stein. Nähtisch. Okay. Umgekippter Wagen, warum auch nicht? Ach, auf den haben wir Zugriff. Das ist toll. Okay. Das war's hier schon. Das ist... Okay, aber... Ja gut, ein bisschen... Bisschen undiszipliniert eingerichtet, aber durchaus, also wenn es denn praktisch ist, wenn er damit zurechtkommt, bitte, von mir aus, mir ist das, mich geht das nichts an. Ich würde es anders machen, weil es dann einfach ordentlicher ist, aber wahrscheinlich ist das auch so vielleicht sogar ein bisschen besser. So haben die Tische alle einen direkteren Zugriff aufeinander. Obwohl, ich weiß nicht, ob das wirklich was macht. Und da können wir leider nicht reingucken, schade. Weil da ist irgendwie keine Tür dran. Ich weiß nicht, dass ich eine gefunden hätte. Müssen wir nochmal gucken. Das wird mir gerade keine Ruhe. Da muss doch irgendwo eine Tür sein. Hallo, Tür, Tür. Da ist ein Tor. Wie kommt man da hoch? Gar nicht. Da kommt man nicht hoch. Das, okay, dann fertigt er das alles im Flugmodus. Okay. Ist ja auch durchaus, ist ja legitim. Das mache ich ja auch. Außerhalb der Aufnahme. Von daher auch manchmal innerhalb der Aufnahme. Gut, dann können wir aber nicht reingucken, dann können wir da nicht besichtigen. Schade. Ist auch nicht schlimm. Ist ja beim besten Willen alles andere als schlimm. Gut, das war jetzt Hamsterstadt. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ist doch schön. Hat doch schön gemacht. Doch. Und das Wort war nicht undiszipliniert, was ich gesucht habe. Es war ein anderes. Mensch, unorthodox. Unorthodox eingerichtet. So. Müll? Hör mal. Einfach hier Müll zu lagern. Warum? Ist auch egal. So. Ist nicht mein Müll. Da geht's nur zum Rathaus. Da wollen wir noch nicht lang. Weil wir haben jetzt erstmal einen Bauernhof noch zu besichtigen. So. Ach, hier wieder. Rommels, Büchsenfüchse. Und, Bison. Ein Müffel. Und ein Gubbelgubbel. Die Gubbelgubbel sind cool. So, hier vorne steht eine Werkbank zum Reparieren. Eine Reparaturwerkbank. Eine sogenannte. Hier, diese Füchse hier überall. So. Und hier wohnt Günther, der Treckerfahrer. Achso, und das Hühnerhaus hier, das funktioniert. Das funktioniert dann doch. Ich habe hier was herstellen können. Das war scheinbar Echo, was defekt ist. So, hier ist das Bauernhaus. Teppichboden, Regale, alles schön.
Und auch hier funktioniert alles. Hier droben, hier drüber steht ein Brazier, eine Feuerschale. Und ja, weil die halt nur funktioniert, wenn unten was drunter steht, musste ich hier so eine fürchterliche Säule hinsetzen. Es tut mir sehr leid, aber anders war es eigentlich nicht realisierbar. Aber ist auch egal. So, Küche funktioniert theoretisch. Aber hier wird man nichts machen. Warum auch? Salzkorb, sehr schön, aber ja, gut, ist halt da. Regale. Hier, die funktionieren übrigens auch. Ne? Wollte ich mal sagen. Alles funktioniert hier. Alles. Alles! So. Hier ist der Essbereich. Ja, ich weiß. Halbe Wände halt, ne? Irgendwo muss man Kompromisse machen. So, hier ist mein Schlafbereich. Der wird wohl noch ein bisschen verändert, dass wir hier keine Regale drin haben, sondern was anderes dann. Treppenhaus. Ich dachte, ich hätte gerade was ticken hören. Gut. Hier ist das Kaminzimmer. Auch das funktioniert. Und zwar, so. Gucke. Das ist die Feuerschale. Deswegen wollte ich das ganz gerne so haben, weil es einfach ein schönes Licht ist. Schöner als das hier. Ne? Das ist so wahnsinnig künstlich. Wenn auch schön warm, aber künstlich. Gut, dann haben wir hier auch schon mal alles besichtigt. Das hier sind übrigens die Ziegel vom Eingangsbereich. Ja, das war nicht anders zu machen. Ist halt so. Das war das Bauernhaus. Das Feuer können wir brennen lassen. Das ist durchaus in Ordnung. Das geht von alleine aus. So, wieder raus. Nur los, zu. So, dann haben wir hier noch eine Mühle. Irgendwo hier. Hier haben wir eine Mühle. Sollte ursprünglich eine dreirädrige Mühle werden, aber naja. Mit drei wäre es ein bisschen zu groß geworden. So, auch hier funktioniert alles. Kann man sehen. Wir stellen diese Folge nichts her. Von daher, ne? Ich wollte mal zeigen, dass wirklich alles funktioniert. Auch der funktioniert, wie man sich denken kann, mit E-Marki. Genau. Hier oben haben wir dann das Mühlengetriebe, das angedeutete und hier das Windrad. Und das war es auch schon an der Mühle. Bin ich ein bisschen stolz drauf auf die Mühle. Ein bisschen. Aber nur ein ganz klein bisschen. Nur ein ganz klein wenig. Also ein kleckerweise bisschen. Also ein ganz klein wenig. So. Das sind hier Ananasen und Papaya. Als Deko. Deswegen auch in Blumenbürten. Das ist das Hühnerhaus. Das ist der Rinderstall. Den kennt er schon, den Kuhstall. Und hier ist meine schöne Scheune. Hier steht da vorne immer der Trecker drin. Hier, viel Weizen. Von meiner letzten Ernte. Und hier habe ich auch schon hergestellt. Nur was, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Rüben waren es. Oder der Weizen. Ich weiß es nicht mehr. Es war offenbar der Weizen. Alles klar. Gut, auch die funktionieren. Das Licht funktioniert auch, wie man ja unschwer feststellen kann. So, dann können wir auch wieder weiter. Das war jetzt das Mauskabel. Verzeihung. So. So, wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir hier erstmal über den Feldweg donnern? Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, denn das nächste, was wir besichtigen würden, wäre sonst die Schmiede. Die dauert ein bisschen länger. Ach, wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Ist ja unglaublich. Okay, also Hamster Town ist doch nicht so klein, wie ich ursprünglich dachte. Ich hatte dafür eigentlich nur 7 Minuten veranschlagt. Aber es war dann... ist gewachsen, ne? Es wird größer. Und das ist auch gut so. Finde ich toll. Ach so, Hirsche. Wir müssen auch bald Hirsche jagen. Ja. Also Elche. Diese... Und wie ist er? Hier ist der Förster Ferdinand. Für den wir immer noch kein Außenlager eingerichtet haben. Warum eigentlich nicht? Bin ich noch nicht zugekommen. So, auch hier funktioniert alles. Reparaturwerkbank, ja. Hier funktioniert nichts. Ach so, weil das nur mit mechanischer Energie funktioniert. Warum habe ich hier noch kein Windrad aufgestellt? Okay, habe ich auch geschlampt. Aber sonst funktioniert alles. Gucke. Ne? Also das funktioniert alles. Gut. Truhen? Ach, da oben. Da oben haben wir Truhen. Und wie kommt man da dran, bitte? Ich komme da nicht dran. Ist da irgendwas drin? Da ist was drin. Grösel? Ein Markt? Geschäft? Warum habe ich hier die Geschäfte ausgelagert? Ich werde meine Gründe gehabt haben. Ich weiß noch nicht welche. Gut. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen das Fernsehen von hinten auf die Schmiede zeigen, wir zuletzt. So, hier geht es dann weiter hier runter Richtung Friedhofsen. Friedhofsen? Auch hier habe ich liebevoll Parkplatzschilder aufgestellt. Aber da haben die halt völlig hier vorne gereicht. Weil die Parkplätze so wahnsinnig klein sind. Deswegen
dachte ich mir, das wird bestimmt reichen, so wie es jetzt ist. So. Da steht sogar fast mittig, das ist doch super. Ja, hier ist der Hamsterkäfig. Man unschwer erkennen kann, ne? Ins Wasser geköttelt und ins Haus natürlich auch. Wer normale Hamster das halt so macht. Okay. So habe ich das zwar nicht gemacht, aber das. Okay, dass es so ist. Das ist trotzdem schön. Das Wasserrad. Wofür habe ich das hier eigentlich? Achso, das soll das Hamsterrad natürlich darstellen. Oh, Verzeihung. Bin ich auch noch in seinen Trinknapf reingestiefelt. Das hier sind die Symbole. Hier ruht der Thorsten. Hier ruht der Noctura, die Eisklinge. Das Thorstens Hammer, Eisklinge. Und hier, Achso, das ist mein Symbol. Was ist das überhaupt? Was soll das darstellen? Eine Rakete? Weiß ich nicht. Und der Hamster hier hat hat das größte Grab überhaupt. Gut. Dann können wir schon weitergehen. Eigentlich Richtung Rathaus. Aber das machen wir nächste Folge erst. Ne? Also nächste Folge, Rathausbesichtigung und Feuerwehr und dann die Schmiede. Und glaube, dann haben wir es auch soweit. Dann sind wir, glaube ich, endlich durch, glaube ich. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, also gehabt euch wohl.